Was ist, wenn ich dir sage, dass es Hoffnung für dich gibt, dass der beste Teil deines Lebens noch vor dir liegt, dass die Hoffnungslosigkeit sowieso nur lügt und dass sich alles, wirklich alles, zum Guten fügt? Aber sieht es nicht eher nach dem Gegenteil aus? Wo ist diese Hoffnung, wenn man sich umschaut? Woran kann man sich denn festhalten, wenn alles unsicher scheint? Woran sich klammern? Wieso überhaupt noch ein Leben führen, wenn alles wegbricht? Alles, was mir doch so lieb, so teuer, so wertvoll ist. Vielleicht bist du an diesem Punkt in der Dunkelheit gefangen, dass alles endlich vorbei ist, dein einziges Verlangen. Vielleicht denkst du wirklich, du kennst das Ende der Geschichte, dass die Finsternis bleibt, sich niemals lichtet, dass die Angst dein treuester Begleiter ist und Einsamkeit dich von innen langsam zerfrisst. Dann lass mich dir eine andere Geschichte erzählen. Und danach kannst du zwischen Angst und Hoffnung wählen. Dafür gehen wir ganz an den Anfang zurück. In einer Zeit, in der es nur Wüste und Leere gibt. Am Anfang war da nur Dunkelheit. Kein einziges Licht weit und breit, nicht ein einziger Stern am Firmament. Nur diese Finsternis, die die Welt zu gut kennt. Doch da, was ist das? Worte in der Nacht und sie erzählen von einer viel stärkeren Macht. Worte, die zur Wahrheit werden, wenn er sie spricht. Worte, die erzählen von Glaube, von Glück. Worte, die von Leben, von Hoffnung sprechen, die in die tiefste Dunkelheit hineinbrechen wie ein Blitz im Gewitter. Worte, die wecken. Worte, die den Schrecken selbst erschrecken. Es sind nur drei Worte. Es werde Licht und alles verändert sich, denn es ward Licht. Höre auch du diese Worte in deiner Nacht, Worte, die schon viel Größeres vollbracht. Es werde Licht in deinem Leben. Siehst du schon die Finsternis zittern und beben? Und es geht noch weiter. Es ist vollbracht. Das rief er in seiner Nacht. Es ist vollbracht, der Tod ist besiegt, weil Jesus nicht im Grab liegen blieb und damit jeder Hoffnungslosigkeit, jedem Dunkel, jeder Einsamkeit die Wahrheit seines Lichtes entgegensetzte und dich aus dem Reich der Finsternis in sein Reich versetzte. Also was ist, wenn ich dir sage, dass es Hoffnung für dich gibt? Dass der beste Teil deines Lebens noch vor dir liegt, dass die Hoffnungslosigkeit sowieso nur lügt und dass sich alles, wirklich alles, zum Guten fügt. Denn du bist das Licht, das er in die Welt gesetzt hat, damit diese Welt in Farben der Hoffnung aufstrahlt.